Jetzt beginnt sie, die Party vor der Party. Das Warm-up im Radio auf der richtigen Frequenz bei Radio Kurax 95.9, die Homezone. Den Schallwürmern sagen Datitronic, DJ Bass Energy, Perfect und eure Jane. Einen wunderschönen guten Abend. Hi, Servus. Party People da draußen. Yo, für euch steigt heute wieder die Party, für euch steigt heute wieder die Schallwurm Homezone Session quasi an den lauen Samstagabend, Freunde. Und ja, wir haben natürlich hier ordentlich für euch vorgelegt und das machen wir mit Brücke. Ja, genau. Heute haben wir quasi ein Special für euch und Ötzi weiß Bescheid, der erklärt euch erstmal, was es ist. Genau, wir haben für euch das Speziale. Ein Spezial für Label, Liebhaber vom Low Spirit und Electric Kingdom, präsentiert von Brücke. Ton aus Strom, hier aus Halle Saale. Jawohl. Er steht schon hier so quasi. Er steht schon hier. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Komm mal an hier. Ach, das war's schon. Hallo sagen. Na klar, du sollst Hallo sagen. Ich sollte noch Hallo sagen. Hallo. Ja, wir Hallo. Freuen uns, Grüße dass euch. Du da bist. Ja, ja, ich freue mich auch. Ja, was du so alles vorbereitet hast, das werden wir dann hören. Wir kriegen es quasi auf die Lauscher hier heute Abend. Genau. Und ich bin heute schon aufgeregt ein bisschen, weil ich habe mich nämlich gefreut, dass der Pulke kommt. Ja, ja. Da freue ich mich. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wunderbar. Warum kann er jetzt noch so frei reden, Freunde? Ja, Döso de Funk hatte quasi vorher noch ein Gast-DJ dabei gehabt. Wie heißt er? Mono? Wie heißt er? Mono, ja. Mono kann Mono. Man einfach sagen, okay, Mono Mysterious Sound wahrscheinlich, Freunde, und er hat hier auch wieder mit seiner Technik aufgelegt, deswegen lassen wir gerade mal noch so ein bisschen umbauen hier und haben von den DJ Pulke quasi mal so einen kleinen Mix-Ausschnitt im Hintergrund für euch laufen. Den lassen wir so lange laufen, bis hier quasi ordentlich umgebaut ist und dann, Freunde, kriegt ihr die ordentlichen Sachen von Vinyl. Richtig. Definitiv. Ja. Nicht nur am Radio, sondern auch im Stream sind wir dort vertreten. Genau, der Ötzi, der schaltet das gleich ein quasi, wenn die Umbaumaßnahmen hier beendet sind, Freunde. Dann könnt ihr auch live bei YouTube schauen, was hier quasi gemacht wird. Und selbstverständlich könnt ihr auch bei Facebook immer wieder reinschauen. Gerne mal eine kleine Nachricht schreiben. Ja, wir sind auf jeden Fall hier bis 0 Uhr. Wir haben jetzt 22 Uhr, genau. Genau, bis 0 Uhr sind wir auf jeden Fall hier da. Und danach können wir uns natürlich auch schreiben, da sind wir ja nicht weg. Nö. Ja, Freunde. Und wir haben doch was zu verlosen. Ah, es gibt wieder was, ja? Richtige, wichtige cool. Hörer kennen noch das Gewinnspiel vom letzten Mal. Ja? Ah, ja, da war ja noch was mit Thomas. Genau, der Thomas, der hatte ja quasi übers Telefon uns Fragen gestellt, beziehungsweise der Ötzi hatte auch Fragen gestellt. Und da geht es heute weiter. Wir verlosen noch was. Also dranbleiben lohnt sich definitiv. Genau. Schon mal viele Grüße zum Groove with Groove im Krankenhaus. Gute Besserung, genau. Ja, genau, gute Besserung. Ja, aber den war ich doch die Woche. Ja, ja, beim Hasenschnäuzchen. Ich habe ihn besucht. Natürlich hier unser quasi mitbester DJ neben vielen anderen. Na, da und an wir der Stelle, ja. Ich muss jetzt was loswerden. Das ist ein Insider nur für Thomas und mich. Ich grüße die Ente. Er weiß Bescheid. Okay, das hören wir am besten nachher. Wir wollen es auf jeden Fall auflösen, was damit gemeint ist, Freunde. Nein. Dann nicht. Auf jeden Fall werden wir nachher noch ein paar Tipps und Tricks hören. So, nein, wir bauen um. Ja, weiter geht's. Wir bauen um. Okay, weiter geht's, Leute. Hier ist erstmal DJ Pulk mit Endlos Mix, Freunde. Nachher geht's weiter. Yes. Das sind die Schallwürmer, Freunde. Los geht's. Juhu. Auf geht's.
Jetzt beginnt sie, die Party vor der Party. Das Warm-up im Radio auf der richtigen Frequenz bei Radio Korax 95.9, die Homezone. Hier ist der Schallwurm. Wieder. Der Pulke ist hier ordentlich am Rumzappeln. Das macht er sehr, sehr schön heute Abend wieder mal. Ja. Aber wir haben jetzt quasi nochmal unsere Regler hochgeschoben, weil wir müssen einen Geburtstagsgruß loswerden an unsere liebe Anke. Die ist heute sagenumwobene 40 geworden. Das geile Luder. Also nicht irgendwie so mit 30 plus... Nein, wir können hier offen und ehrlich reden. Ja. Nein, also ich komme ja quasi von der Geburtstagsfeier und da geht es noch ordentlich straff weiter. Heute 90er-Jahre-Party dort quasi, alle wunderbar angerottet. Es sieht einfach nur niedlich aus. So was wie ja. Bei uns. Also an der Stelle, herzlichen Glückwunsch herzlichen von Glückwunsch. Uns allen. Ja. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Anke. Happy Birthday to you! Ja, super! Und natürlich auch liebe Grüße an die ganze Runde, die dort rumspringt. Es war ein phänomenaler Tag und ich wünsche euch eine wundervolle Nacht beim Abzappeln. Ja, das sei es an der Stelle gewesen.
Wunderbar. Hast du gesagt, ob sie dann auch wirklich Schallwurm einschalten? Natürlich. Ja, ja, wunderbar. Hey, dann seid gegrüßt da draußen, Party People. Wenn natürlich. Ihr noch jemanden grüßen wollt, dann ruft an unter der Nummer. Oder die, 5, die kommen hier vorbei. 0, 4, 4. Genau. Ja, jetzt schon mal viele Grüße an alle Taxifahrer. Ja. Stichwort Love Parade. 1998. Genau. So, weiter geht's mit Pulke. Best of Low Spirit und Electric Kingdom. Genau. Just genau. For fun. Yeah. Der yeah. Schallwurm bleibt. Yeah. Yeah.
electro. When the music sound you hear, you will respect so. My name is Techno, call me electro. When you hear the sound, you know you will respect so. My name is Techno, call me electro. When the music sound you hear, you will respect so. My name is Techno, call me electro. When you hear the sound, you know you will respect so. We'll be right back.
Jo, Freunde, live ist live. Na, na, na. Na, na. Na, na. Ja, also, wir haben jetzt quasi unseren DJ-Check, Freunde. Und da hat der DJ Pulke, oder Pulk, wie heißt das jetzt nur eigentlich? Das ist egal. Egal, also, wir haben von Egal haben wir jetzt quasi noch eine etwas längere Platte drauf machen lassen, damit wir auch richtig, richtig lange quatschen können. Und Freunde, wir begrüßen jetzt hier für euch an den Mikrofonen den... Matthias. Hi, Matthias. Grüße euch. Servus. Ja, bist du gut hergekommen? Ja. Sehr schön, freut mich. Ich sehe dich gar nicht, Mensch. Hier so. Wollen wir das Mikro ein bisschen drehen? So machen wir? So, ja. So, wollen wir so von der Seite so? Ja, liebe Freunde, der Schallwurm, Homezone Session, Freunde. Ja, wir haben für euch, das habt ihr ja schon gehört, den Pulk eingeladen und er macht heute richtig, richtig cool Sound. Und wie ihr es von uns natürlich kennt, gibt es noch ein paar kleine Facts zum DJ selber. Sag mal, stell dich mal vor, meiner. Ja, man kennt mich von Ton aus Strom hauptsächlich. Dass wir die Party, die wir damals 98 ins Leben gerufen haben. Geile Sache gewesen. Ja. Ja. Schöne Erinnerungen noch. Es ist jetzt ruhig drum geworden, klar. Ja. 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 Das ist so. Erstmal so noch irgendwelche. Ja. Zum Thema Love Spirit. Ja. Also Love Spirit und Electric Kingdom. Was verbindet dich damit? Jugend. Ja. Schöne Partys. Coole Platten auf jeden Fall. Berlin. Das sind so meine Assoziationen. Ja. Ja, Mayday, Love Parade, halt ja. So das Ganze. Ja. Sag mal, diese Tanzmusik, die damals, sag ich mal, bei Ton aus Strom lief und sag mal, sehr populär war, ist ja heute eher so nicht mehr so zu hören. Also, oder sag ich mal so, es geht in eine andere Richtung. Wie siehst denn du sozusagen so diesen elektronischen Tanzmusikwandel? Also dieses, wie sich das so alles jetzt entwickelt hat? Naja, so in dem Mainstream ja, ist jetzt schon irgendwie vieles so, dass man gar nicht mehr hört, ist die Nummer jetzt 10 Jahre alt oder 5 oder 1 Jahr. Also es hat sich so relativ wenig da getan. Wenn man heute die Platten von damals hört, hört man eben schon den Unterschied von der Produktion her einfach. Die ganze DJ-Kultur damit verbunden, finde ich, lässt irgendwie ein bisschen wenig Spielraum so für Spontanität. Es wird halt viel so vorbereitet gespielt. Ja. Und naja, aber ansonsten ist es halt alles so Popkultur geworden, was es damals auch schon irgendwie war, aber heute ist es halt noch salonfähiger als früher und gewöhnlicher, will ich mal sagen. Aber das bringt das halt so mit sich. Das war mit jeder Musikrichtung so, die kam dann irgendwann aus dem Underground, wurde populärer und so weiter. Und dann ist es halt gewöhnliche Musik geworden, ja. Und man findet heute schon so Sachen, die man jetzt mit der Kultur eigentlich gar nicht mehr so assoziiert, ja. Also ich finde das auch, also ich weiß noch, als es so diese Techno-Zeit gab, dann war nirgends anders Techno, sondern nur in den Clubs. So, genau. Das heißt, es war Techno in dem Club und irgendwann fing es an, hast du sogar im Radio, im Fernsehen und irgendwo irgendwelche Trailer, irgendwelche genau. Hintergrundmusik, war da immer mehr Techno. Also da hast du immer mehr irgendwelche Beats gehört und dann irgendwann war Techno überall. Ja, also diesen reinen Techno, um dann auch drauf zu kommen, den gibt es ja so im Grunde auch noch. Werden ja auch viele alte Sounds noch so benutzt, jetzt die 909 Sounds und so, das hört man halt alles immer noch. Da geht es auch zum Teil nach wie vor sehr experimentell zu. Also das gibt es eigentlich schon so noch, auch wenn man so in die Clubs geht. Aber wie gesagt, halt so der Mainstream hat sich halt schon so ein bisschen, ja, so noch Superstar-mäßiger geworden alles. Ja. Ist alles etabliert jetzt überall drin. Ja. Ja. Genau. Hat sich das deiner Meinung nach zum Positiven oder Negativen entwickelt? Ach, in der Geschichte der Musik. Ich weiß es nicht, also jetzt negativ, es ist halt immer eine Geschmackssache. Ja. Ich würde da jetzt auch nie irgendwie der heutigen Jugend sagen, dass es Mist und das damals war das Coole, weil die haben ja darauf trotzdem heute eine coole Zeit. Ja. Genau. Also, das ist halt so. Ja. Und es gibt ja dann eben trotzdem noch, wie gesagt, gerade so in dem reinen Techno-Bereich, auch die Hardcore-Sachen, denen ich auch noch fahre, das gibt's ja auch alles noch und das macht auch alles noch Spaß, ja. Genau. Hast du eigentlich, sag ich mal, so aus der damaligen Zeit oder bis jetzt so eine gewisse Fangemeinde oder wie sehen die dich in dem Moment? Also, ich sag mal so,
du hast damals, du warst ja in Teil von einer riesengroßen Crew gewesen. Mhm. Ja. Und da habt ihr wahrscheinlich auch so gewisse Leute gehabt, die immer dabei waren, mhm. die immer um dich waren und so weiter, so, ja. die halt überall mit dabei waren. Ja, wie sehen die dich? Also wie denkst du, es ist eine blöde Frage eigentlich, ne? Ja, keine Ahnung. Also ja, früher war das schon so, da bin ich dann halt mit meinen Leuten immer los. Waren ja. halt immer so dieselben, halt meine Freunde, mit denen ich dann immer auf den Partys war, wo ich aufgelegt habe. Für die war ich halt ein normaler Kumpel halt. Und ich habe mich eigentlich auch so immer allen gegenüber so gesehen, dass ich eigentlich ganz normal bin. Mit mir konnte man immer reden, zu mir konnte man immer kommen. Ja, weil irgendwie ja. heute, wenn ich so sehe, diese Großveranstaltung, weißt du, es ist, du hast so riesen Veranstaltungen, wo sich alle Leute treffen. Letztens einen Artikel gelesen, kleine Clubs, die werden immer rar, weißt du. Das heißt, es geht eigentlich immer nur auf diese Riesendinger und die kleinen Clubs, wo irgendwie so das läuft, ist eigentlich am Aussterben. Und du hast eigentlich gar nicht mehr zum DJ ein richtiges Verhältnis. Ich weiß noch, früher Eishalle und so weiter, du hast den DJ gegrüßt, hallo gesagt und so und ja. kannst die. Heute, dann hängen die oben irgendwo drinnen in Kasten. Ja. VIP-Lounge. Ja, und ne, abgeschottet von einer großen Masse. Und früher war halt der Vorteil gewesen, es gab dieses Familiäre, ja, was momentan, also dieses momentan nicht mehr da ist. Also auch meiner Meinung nach, es ist alles zu schnell geworden, schnelllebige Zeit und im Endeffekt nicht mehr so der Kontakt zu den DJs. Deswegen auch kurzweilig oder zu schnell und es werden viele DJs oder DJs gar nicht mehr berücksichtigt. Ja. Das ist auch der Punkt, um zu sagen, es sind zu viele geworden, ja, das ist... Ja, wobei, also wie gesagt, wenn man jetzt so in bestimmte Clubs geht, ja. Also ich gehe gerne in den Tresor in Berlin, ja, genau. Oh mein, da habe ich mir auch so ein bisschen, also man hat natürlich auch immer so Einblicke in, ja. durch die ganze Veranstalterei selber, durch mit anderen Veranstaltern, Labels, DJs und so, hat man natürlich auch viel hinter die Kulissen gucken können. Ja. Und ich weiß auch noch, beim Tresor war das auch mal so, da fing dann irgendjemand an, mir so irgendwelche Insider-Sachen zu erzählen, wo ich gedacht habe, ich will es gar nicht wissen, ein bisschen Illusion möchte ich mir auch noch machen. Ja, ja. Und ich gehe da total gerne hin und es fühlt sich halt da schon immer noch so ein bisschen an wie früher. Ja. Ah, das setzt uns jetzt auch gerade so, die Musik, die du spielst, versetzt dann auch so ein bisschen in die Zeit von früher. Also, sagen wir, alle Tracks, die du bis jetzt gespielt hast, kommen... kenne ich alle. Ja, das ist, da haben wir damals abgedanced und das war eben unsere Zeit und da haben wir geschwitzt im Club, ne? Das ist total fertig und im Prinzip war das eigentlich der Beat, bam, bam, permanent gab es diesen Beat und zwischendurch mal bing, bing, bing. Das war alles noch so einfach abgemischt. Ja, es war auch alles sehr einfach produziert, ja. so aufs Wesentliche. Ich habe mal so einen Bericht gesehen über Musikproduktion in 70ern, kam auf Arte und da hatte einer von The Who gesagt, die heutige Musik ist total überproduziert. Ja. Und da hast ja auch viel. Das klingt alles super, ja. alles wahnsinnig abgemischt, ein großes Soundspektrum und allem, aber irgendwie klingt das Lied selbst nach nicht viel und hat irgendwie nicht so eine coole Idee. Und dann hast du manche Lieder von damals, da ist irgendeine kleine Melodie drin, ganz trockener Beat und das hat uns damals irgendwie begeistert und das war so aufs Wesentliche konzentriert. Ja, ja, genau. Echt cool. Letzte Frage. Was gibt es in der neuen Generation auf dem Weg? Oder der jetzigen Generation? Ach, was soll ich denen auf die Weg geben? Eigentlich nichts anderes, als wir es gemacht haben. Habt einfach Spaß, genießt die Zeit. Ja, und genau. Ja, wunderbar. Danke dir. Dann herzlichen Dank für Rede und Antwort hier im Schallwurm. Und wenn du Grüße hast und noch irgendwas nachher sagen willst, machen wir noch eine Grüßerunde kurz vor quasi Sendeschluss. Ja, vielen Dank. Ja, lieber Homsohn. Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall weiterhören. Wir werden jetzt den Loop im Hintergrund ausgrenzen. Jawohl. Also Loop ist es nicht, Freunde. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Es ist kein Loop, wir machen keine Loops, weil es ist alles von Vinyl. Ihr habt es gerade schon gehört, zwischendurch während dem Interview hat der Silvio mal schneller die Platte einmal zurückgesetzt. Grüße an Silvio die. Genau, das ist halt so. Hier kann man nicht einfach mal so auf Sync drücken oder auf Loop drücken. Nein, das ist alles live von Vinyl, Freunde. Analog. Und das Knacksen vorhin, ja, leider, das war mal eine Platte. Die hat auch mal ein bisschen Dreck drauf, das ist normal. 20 Jahre alt. Aber 20 Jahre, genau. 20 und, Jahre. Und wir wissen selber, wenn wir in den Club sind und eine Platte mit Knacksen anfing oder dann sprang oder was auch immer, da haben wir alle gegrölt, ne? Und dann hat der DJ die nächste aufgelegt und dann ging es weiter. Das war halt so. Ja. So, wir machen jetzt Musik. Genau. Und dann gibt es noch ein Gewinnspiel. Also dranbleiben. Lohnt sich definitiv. Hier sind Schallwürmer. Der bleibt. Jawohl.
We'll be right back.
Ja, liebe Hörer, wir haben noch was anzukündigen. Ja, gibt immer wieder was zu gewinnen hier heute bei den Schallwürmern. Wie auch in der letzten Sendung haben wir ein tolles Paket zu verlosen. Mein lieber Ötzi, welches haben wir denn hier heute? Ja, ein fettes CD-Paket. Best of House Anthems. Ja. Von Pascha. Genau. Nicht von Pascha, aber von der Pascha Kirschen, quasi der Creme de la Creme. Ja. Genau, Best of House Anthems. 3 CDs gibt's zu gewinnen, wenn ihr uns sagt, wie lange ist die Homezone jetzt Schallwurm schon auf Radio Korax? Ja, so schwer ist es eigentlich gar nicht, weil ihr könnt bei uns auch auf der homezone-projectseite.de gucken. Also quasi da könnt ihr so ein kleines Update fahren, wie lange es uns hier schon gibt, wie lange wir euch quasi schon auf den Ohren liegen. Und dann ruft einfach durch bei uns, beziehungsweise schreibt uns eine liebe Mail und dann könnt ihr gewinnen. Genau, homezone@radiokorax.de. Genau. Ja, viel Spaß und viel Erfolg. Dranbleiben lohnt sich definitiv. Definitiv mit Pulke, Best of Love Spirit und Electric Kingdom. Ja, ich freue mich drauf. Der Schallwurm. Der bleibt. Ja. Und bleibt und bleibt und bleibt. Bleibt. Bleibt und bleibt. Weiter geht's, Musika. Ja.
Für euch, Freunde, und wir begrüßen die Neuankömmlinge drüben im Lautsprecher. Yeah. Ja. Ja, da draußen ist die Hütte voll, würde ich mal meinen. Die Hütte ist voll, liebe Freunde. Ja, wer noch kommen möchte hier zu Radio Korax, es ist voll. Nee, draußen ist die Britney-Bitch, springt rum und alle süßen Zaubermäuse noch mit diversen Kaltgetränken in der Hand. Ja. Ich muss sagen, alle sehen bezaubernd aus. Nicht nur wir beide heute Abend, sondern auch der Rest, der hier noch mit eingetrudelt ist. Wie gesagt, die VIP-Lounge ist voll. Ich freue mich, dass alle da sind und wir können jetzt in den illustren Teil des Abends übergehen. Also von daher, lasst es euch gut gehen. Ja, lasst krachen, Freunde. Yeah. Und das Ganze mit DJ Pulk in the Mix. Das Ganze noch bis 0 Uhr, Freunde. Und jawohl, jetzt geht die Tür auf hier. Jetzt kommen sie alle rein. Jetzt kommen sie alle rein. Yes, ja. Jetzt kommen alle rein und sagen alle Hallo. So, wir drehen euch mal hier die Lauscherchen hin. Ja, genau. Ihr könnt jetzt quasi live übers Radio grüßen jetzt. Los geht's. Hit me, baby, one more time. Toxic. Did you know that I'm toxic? Der Anke sei ein Trollala, 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 der Anke sei ein Trollala, Trollala. Dankeschön, gut. Okay. Vielen Dank, sehr also, gut. Ja, unsere Anke hat ja heute ihren 40. Ja. Ja. Danke, genau. Also von daher nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz in der Sendung angerissen, dass wir hier heute quasi feiern. Ja. Und es hat vorhin geklingelt und du meine Nase, wir müssen da durch. Ne? Sie sind wirklich da. Also von daher, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Also es macht total Spaß heute Abend. Ansonsten der Pulke, der muss ja hier weitermachen. Ja, ne? Der muss weitermachen. Zaubermäuschen. Ja, Freunde, liebe Zuhörer da draußen und Schallwürmer-Fans, wenn ihr auch mal so richtig schön abgehen wollt, so ein bisschen feiern wollt, kommt einfach vorbei bei uns im Studio, schreibt einfach mal eine Nachricht und dann seid ihr mit dabei und dann gehen wir richtig ab, ne, Freunde? Und wir haben ja immer noch unser, wir haben ja immer noch unser Gewinnspiel. Also, wenn ihr wisst, wie lange quasi die Schallwürmer bzw. die Homezone hier schon am Start ist, ihr könnt was gewinnen, hat ja vorhin der Ötzi schon angesagt. Also einfach eine Mail schreiben bzw. hier bei uns im Sender anrufen und dann etwas gewinnen. Genau, schreibt uns auch bei Facebook einfach eine Nachricht und schaut mal auf unsere Seite auf schallwurm.de oder wenn ihr das noch in eurem Favoriten habt, homeso-project.de. Genau. Bitte aktualisieren. Yeah. So, jetzt geht's weiter mit Punk, Freunde, wir feiern hier. Yeah. Yeah. Rock,
Fuck, 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 f
ein schöner Lied. Yeah! Jawohl, ja, hier im Schallwurm. Hier ist Stimmung, Freunde. Jawohl, ja. Und alle Klatschköpfe in der ersten Reihe, damit die Einarmigen der zweiten Reihe klatschen können, Freunde. Hey! Ja, Freunde. Ötzi, du hast noch was zu sagen, mein Freund. Jo, am 22. Juni eine Information für euch, eine Veranstaltung im Upper Club in Halle Saale. Ja, genau. Da gibt es jede Menge DJs, Freunde. Das ist eine richtig geile Party. Da ist mit am Start die Kati Haller, der DJ Bass Energy für euch. Und Mario Lenz, Freunde. Da müsst ihr auf jeden Fall hin. Das ist am 22. Juni, Freunde. Ich hätte fast mich verquatscht, ja. Das aber Plakat ja, hängt an der Wand. Wir können ja quasi am 20., am 21. und 22. quasi so eine... Ja, das Warm-up. Wir könnten aber auch eine lange Nacht machen. Das ist ja das vierte Wochenende im Monat. Und je nachdem, ob du Zeit hast oder nicht, wir könnten auch live übertragen aus dem Upper Club. Je nachdem, wie wir möchten oder machen. Auf jeden Fall steht erstmal das Datum, 22. Juni für Upper Club. Und wir haben auch Sendung am 22. Juni. Also da lässt sich was verbinden, Freunde. Definitiv. Ne? Ansonsten gibt es Hardcore auf die Ohren von Q Armedialis. Meine Wenigkeit. Ja. Ja, Freunde, und seid gespannt. In wenigen Minuten kommt die Grüßerunde. Grüßerunde, genau. Und da ist die ganze Meute dabei, Freunde. Macht euch warm. Viele Grüße an die ganze Meute. Ankes Birthday Party. Genau. Hier draußen. Das Studio wird gerade auseinandergenommen. Nein, der Pausenraum. Sorry, tut mir leid. Ich habe mein Pausenbrot vergessen. Verdammte Axt. Hast du nicht deine Brottasche dabei? Nee, hab ich nicht. Und okay. Sportbeutel auch vergessen. Dornbeutel und das Niki nie vergessen. Ja, ja. So, wir machen weiter. Mit Pulke, genau. Freunde. Hier live für euch bis 0 Uhr. Definitiv. Yeah. Ja. Thank you.
we're slipping down the road, we're getting over it. So we're slipping down the road, we're getting over it.